Jo Leute und willkommen zum zweiten Video heute. Ja, ich habe gerade eben eine Umfrage auf Instagram gemacht, wenn es fokussieren würde, ob ich noch eine Vorstellung zum Pixros Prospekt machen soll. Oh Scheiße, jetzt habe ich es weggemacht. Also hier seht ihr, 22 haben für Ja gestimmt, 16 für Nein. Also ist das beschlossen? Ich drehe jetzt noch diese eine Vorstellung. Eines der letzten Videos dieses Jahr, morgen Tag der Einkaufstour. Ja, Vorfreude steigt und steigt. Und jetzt kümmern wir uns hier noch um den Pixraus-Prospekt. Der kam gerade noch in der Zeitung zu mir. Also hier direkt mal am Anfang sehen wir ein Raketensortiment von Nico Feuerwerk. Blackjack, 21 Raketen, alles Zerlegerraketen natürlich. Für 15,99 Euro, also hammergeiler Preis. Schon mal direkt Kaufempfehlung, wenn man noch Raketen braucht. Ich habe schon genug Raketen, deshalb nehme ich es mir nicht mehr mit. Allgemein kann ich schon mal direkt sagen, zu Pix rauszugehen lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr einen in der Nähe habt. Dann haben wir hier ein Familiensortiment. 8 Raketen und Kleinzeug für 10 Euro. Ja, ist auch nicht schlecht, aber geht unter den krassen Angeboten bei Pix raus etwas unter. Dann hier D-Böller. Für 4 Euro ein D-Böller Schinken, absolut empfehlenswert. Kriegt man nirgendwo mehr billiger. Wirklich nirgendwo. Dann hier, zweite Seite, direkt wieder was Heftiges, Cubic Thunder, kubische Kanonenschläge für 89 Cent die Dreierpackung, also quasi 10 Cent billiger als bei Lidl und Co. Dann haben wir hier eine überteuerte Knallkette, die würde ich nicht mitnehmen. Frösche, naja, es sind halt aktuelle Fröschqualität, auch nicht so gut. Hier eine kleine Knallkette, 200 Schuss, 2 Euro, kann man machen, wenn man eine Knallkette haben will. Dann hier ein Preiskracher, und das ist wirklich ein Preiskracher, muss ich sagen. 5 Euro für 8 Raketen, absolut empfehlenswert, Leute. Nehme ich mir auch zweimal mit oder einmal, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Dann hier 21 Raketen für 16,99 €, das Fly High Sortiment von Keller. Ist natürlich auch sehr, sehr guter Preis, kann man nichts gegen sagen. Dann haben wir hier Batterien. Die sind etwas teuer, muss ich sagen. Also da gibt es nur für die billigen eine Empfehlung. Hier 3,99 € die Fox Batterie Swag. Hatte ich noch nie, aber für 3,99 € denke ich, kann man da nichts falsch machen. Produktvideo sieht auch ganz gut aus. Ich nehme mir das Teil auch mal mit. Flotte Biene, Five Batterie mit Crackling für 1 Euro. Auch super Preis. Dann hier Himmelhoch Sortiment von Keller. 25 Euro, 27 Raketen. Ja, ist nicht so der Oberhammer, ist okay, aber da würde ich lieber zu den Nico-Raketen auf der ersten Seite greifen. Hier nochmal ein Sortiment von Keller, auch nicht so krank. Dann geht es hier wieder weiter mit Batterien. Auch alles nicht so heftig, der Verbund hier sieht ganz heftig aus. Für 18 Euro sieht es ganz nett aus, wenn man Verbünde mag, wenn nicht, dann lässt man den sowieso liegen. Hier Keller Air Force, 3,99 €, natürlich sehr empfehlenswerte Batterie. Auch hier Gravity, 2,99 €, kann man absolut nichts falsch machen. Und ja, die teuren Batterien lohnen sich, wie schon gesagt, nicht so sehr. Dann hier nochmal ein sehr, sehr billiges Raketensortiment. 3,49 € für 5 Raketen und noch Kleinzeug, kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Was haben die hier noch? Kinderfeuerwerk, nichts Besonderes. Ja. Hier noch ein schönes Fontänensortiment. Wenn man noch Fontänen braucht, kann man das gerne mitnehmen. Römische Licht, das ist auch ganz okay. Vesuv ist auch in Ordnung. 50 Cent pro Vulkan. Geht fit. Vesuv sind sehr gute Vulkane. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Seite angelangt. Hier gibt es nichts Besonderes mehr. Tischfeuerwerk noch für 1,99 €, die Viererpackung ist okay. Aber es lohnt sich auf jeden Fall bei Pix raus vorbeizugehen. Allein schon wegen den Angeboten hier auf der ersten Seite. Hier die Raketen, 16 Euro, 21 Nico-Raketen und 3,99 € für einen D-Böller-Schinken. Allein deshalb lohnt es sich schon. Also ich kann jedem nur empfehlen, da vorbeizuschauen. Und es gibt wahrscheinlich auch noch Angebote, die nicht im Prospekt stehen. Also so war es bei mir zumindest immer die letzten Jahre. Und ja, was soll ich sagen? Schaut vorbei und dann bis zum nächsten Video und viel Erfolg bei eurer Einkaufstour. Ciao!
und das Feeling ist da, Silvester ist nah. Kennt ihr dieses Kribbeln, wenn ihr aufwacht jeden Tag? Jeder Weihnachtsmarkt auf Straßen, im Radio jedes Weihnachtslied. Wieder ein Jahr vergangen, unglaublich wie die Zeit verfliegt. Schon besonders an Kindertagen, diesen Knall aus dem Wunderpark wollte ich schon immer haben. Kleine Böller bis zum Himmelstürmer, und so wollte ich immer